Guten Morgen, liebe Leute, ich liege noch im Bett. Heute ein bisschen länger. Eigentlich verdient. Gar nicht. Ah. Ja, ich werde natürlich was machen. Jetzt war ich auch schon ein bisschen faul. Habe nur ein paar Sachen sortiert und dann ein bisschen abgegammelt mit der Familie. Heute. Tja. Ich werde auf alle Fälle heute dieses Hinterrad abholen. Bei der Post. Da liegt das nämlich, das muss ich ja dann auch noch einbauen. Das Hinterrad werde ich jetzt abholen. Auf alle Fälle. Aber erstmal muss ich mich um die Mühe kümmern. Ja. Guten Morgen. Ja, ach ja, was ist das ein Drama? Eine Katastrophe, Mo. Warum wie blöd, Oh, ja. hat die Kann man Umsicht gar nicht schlafen. geschlagen. Ich bin froh, wenn ihr weg seid, dann kann ich eben noch mal so die Augen zumachen für 5 Minuten. Das ist so schön. Willst du auch umarmt werden von mir? Ich werde so geschlagen und angeschrien. Ach, ist doch Quatsch! Wer hat dich angeschrien? Blumen hat mich ganz doll angeschrien, als ich tanzen wollte. Ja. Tschack. Du hast Tschack. Tschack-Gucke. Tschack-Gucke. Ich hab Prost, Mama. 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 Naja, dann gehen wir zusammen dahin. Haben die denn überhaupt schon offen? Nee. Nicht. Das ist Einkaufszentrum. Ja, aber die machen das um 10 auf. So. Nein, das ist 9. Achtung, bitte alle anschnallen. Leider auch mal zu gucken, wie die Schützlinge angeschnallt sind. Mann, oh, was für einer. Was machst du denn jetzt? Das ist wichtig. Tina hat mich heute Morgen schon ganz panisch angerufen. Wieso denn das? Malis, ich habe mit Mama telefoniert und ich wollte nur sagen, sie kommt auch zum Geburtstag. Panik, weil die Mutti kommt. So, ja. Ja, danke, danke ja, für die. Wenn ihr einkaufen gehen muss, bestimmt nur damit du Bescheid weißt, dass ja, das ich glaube, auch da ist. Also ich so, ja, Mama hat mir auch gerade Bescheid gesagt. Totale Panik bricht aus. So, ich habe mal deinen Titel Cookie Lucky mitgenommen. Ja. Ja, den brauche ich. Lass mich überall liegen. Wo ist Ich hatte Durst. Ja, und denn? Der Schneeschieber. Ja, der gute Schnee. Müllschieber ist das in Neukölln. Das geht Schneeschieber. Das ist ein Müllschieber. Nee, du hast keinen Durst, du hast gerade drin getrunken. I have a flat tire, he said. Hast du gleich repariert? Gleich repariert, ja, genau. Ich hab ihn gar nicht mehr gesehen. Wunderheilung, ja, dann hab ich ihn weggebeamt. Ich hab mir eine Tonne entsorgt. Ja, mitsamt dran. Ich habe frei. Ich habe frei. Nächstes Mal hier oben drin in die Tonne. Der Müllmann ist gerade da, der nimmt dich mit. Nein, ich hab gesagt, ich mach ihn mit. Nachher jetzt eben Laden bin. Es ist grün, jetzt ist rot. Hast du geschafft, gleich bist du tot. Papa! Ja, was denn? Sag mal nicht. Wo ist dein Handy? Dann müssen wir hier einkaufen. Ein Teil der Sachen. Wir holen ein Teil der Sachen. Ja, das hat Erstmal muss ich nur bereit sein zu bezahlen. Halt Geld bei? Nee, du hast Geld bei. Der war doch da. Ich hab den noch stehen sehen den Tag. Ja. Ja. Aber sie haben ja Hilfe. Ganz kleine. Ach, Scherz.
Warum wird das hergebracht, wenn nicht geliefert bei uns zu Hause? Stellung haben wir leider nichts zu tun. Wird auch nichts angegeben oder so, weil wir waren eigentlich da. Ja, er war am 24.10. um 16 Uhr. Wir sind da den ganzen Tag. Glaube ich schon. Leider wir arbeiten vor Ort. Gut. Leider sind wir Subunternehmer. Das ist doch furchtbar. Und ja, wir sehen die auch nicht, weil wir haben hier eine Schleuse, da stellen die Bus rein. Ich sehe immer wieder neue. Ja. Genau, Tag. Das ist nämlich das einmal unterschreiben. Bitte? Naja, war wohl zu groß. Ja, ja, das ist. Ich meine, wenn es schwer ist, könnte ich es vielleicht ein kleines bisschen verstehen. Aber die haben ja auch Karren. Trotzdem. Eine große. Reicht? 20. Tja, wenigstens haben wir jetzt das Paket. Ja, hat lange gedauert. Meine Güte. So eine lange Frage. Ja, bitte. Mensch, Herr Seidler. Ja, bitte. Ich bin heute nicht da. Also ich bin später dann irgendwann im Laden mal ganz kurz, aber jetzt wahrscheinlich ne, wird es ja bestimmt jetzt zeitnah haben. Nee, heute leider nicht. Ja. Ungefähr in 2 Stunden bin ich mit Sicherheit da. Ja, ja bitte, bitte. Bis dann. Ciao. Junge, alle an, klar, schönes Wetter, was ich dir gesagt habe. Ich krieg die Krise an. Das sind 8 Maschinen. Ja, bitte? Ja, der Tasse. Ja. Das ist schwierig, oder? Warte mal, pass auf, das ist in einer Stunde bin ich da im Laden. Da bin ich kurz noch mal eine Reparatur machen. Aber ich habe ja jetzt auch quasi deine Nummer. Und dann kann ich dich ja kurz mal anbimmeln. Ja? Oh, Tommy ist in der Haus. Hat ja lange gehalten, die Freizeit. Bis jetzt. Jetzt habe ich so viele Leute angerufen. Fahrradmieten. Hier rufe ich jetzt erstmal zurück. Fahrradmieten. Fahrrad abholen. Und einmal Fahrrad reparieren. Das ist unglaublich. Da ist man einmal nicht da und dann rufen wir alle an auf dem Telefon. Das ist unglaublich. Ich rufe jetzt erstmal an. Rad. So. Ja, liebe Frau, wir kommen hier vom Fahrradladen. So, ich wollte Bescheid sagen, jetzt bin ich im Laden. Ach so. Okay, na gut, ich bin jetzt da für ungefähr 1,5 Stunden. Moin. 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 Das ist Luft wieder. Luft! Genau. Wie viel? 3,5. Ich? Bei 1. Bei 1 krepelt sie rum. Das geht ja nicht. So, ich hasse das Telefon. Kann ich dir auch auswiegen? Wenn du willst, wiege ich dir das aus, mal. Nee, nee. Wieso nicht? Komm, wiegen aus? Blau kannst du nicht machen. Hast du eine Anti-Blau-Phase? Das ist der Kinderwagen, die blau. Ist ja nicht blau. Bitte, ja. Also 2,215 Kilo und du sagst schwer. Für mich nicht. Hä? Für mich nicht. Du musst du dein Kind? Das muss ich nicht. Ich merke, das muss ich das Rad durch. Das ist hier ein bisschen dick. Wieso willst du das? Die Geräte werden immer dick.
Willst du alle vier Räder damit anschieben? Nee, aber eins. Das ist ja nicht. Ergo, das ist nicht. Nein, du hast ja alle vier Räder anschließen. Ich meine, was ist das? Hintereinander weg, das bombardiert mich quasi. Ich hab mich auch ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Also sie schafft es nicht. Ich schaff das nicht. Trotzdem vielen Dank. Bitte. Hast du morgen offen? Bist du? Ich habe ihn ja nicht offen. Morgen habe ich Geburtstag hoch. Ich bin bis 1. März geschlossen. Ach wirklich? Geschlossen. Bist du geschlossen? Geschlossen. Aber wenn ich Notfall habe, darf ich dich anrufen. Ich habe deine Frau angerufen. Notfall, genau. Ja, wenn ich mal was habe. Ja, Notfall. Aber ich kann das dann nicht sofort machen. Halt. Das ist du bist jetzt frei sozusagen bis März. Ja, von wegen, siehst du ja. Jetzt, was machst du denn? Machst du jetzt Freizeit? Nee, ich handle jetzt mit anderen Zeugs. Oh, jetzt haben wir Nachbarn Starthilfe eben. Ja, wirklich. Selber schon eine schwache Batterie hier, der Hüte. Stimmt, der Junge? Der muss ich mir mal fahren werden. So, hast du nicht immer frei? Nee. Und dann kommen sie alle an. Alle. 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 Das ist gut. Alle waren schon da. Du bist der Letzte, bitte. Okay. Wie, Gast war auch schon da? Ja, Gast war auch schon da. Oh yeah. Ich hätte mir ja Schmeck wegschmeißen können über den Dicken, ey. Boah, der war ja so, da hat der alte Zeug abgeholt. Ah. Der ist aber aus wie ein Buddha, Junge. Ey, wisst ihr was, ich bin nur froh, dass ich das alles schon eingepackt habe, Junge. Oh, er war ja nicht bei, er ist nur kurz gekommen, ist halt eben mal kurz so gekickt. Ob du wirklich was mitgibst? Ja, nee, und dann, der eine Helfer allein, ich weiß ja nicht, was der für Drogen nimmt, weil der kam irgendwie drin. Hallo, ich war gerade dabei, einen Joint zu rauchen, er kommt so rein, weil ich bin gerade so dabei, dem Dicken mal zu erklären, er kommt drin hinter dem Dicken, zeigt gleich so auf den Aschenbecher, ich sage, nee, lass mal, sag, ich gebe dir noch was mit, wa? Das ist so, wollte er gleich dran ziehen. Und dann mit, oh, der ganze Hof stinkt, sagt er, steht beim Hof schlimmer wie hier drin, wa? Weil ich hatte die Tür offen. Ja, den habe ich mir noch eine Enkel mitgegeben. Und ich dachte, ja, du hast mir meinen Arm gerettet. Das war ja ein Typ, Junge. Hör bloß auf, ich denke, was ist denn das für einer, ey? Schon am Auto, wie krass ich bin, wisst ihr so, ich musste die Tür noch mal. Ich denke, was ist denn das für ein Wohl? Was nimmt der denn für Drogen? Techno, so ein Techno. Oh, boah. Techno-Jünger. Jenny. Jenny! Jenny. Jetzt ist mal steckt da auch der Schlüssel drin, ne? Ich habe nämlich das Gefühl, ich glaube, ich habe, wie das so ist, 1000 Sachen im Kopf gehabt und Tür in der Hand und die hielt immer Schuhe an, mir selber Schuhe und dann schon zugezogen. Ich dachte, der Schlüssel wäre im Rucksack. Vermute, dass der in der Tür steckt. Guck mal schnell. Ich sag, ich rufe dich an, wenn ich fertig bin. Okay. Oi. Ja, die ist auch noch mega erkältet. Was ist denn Hallo, was? Bist du barfuß Fahrrad gefahren? Oh, nee, wir waren bei meiner Mutter, haben ihr beim Umzug geholfen, auf dem Boden geschlafen und da war es etwas kalt. Auf dem Boden geschlafen? Hä? Wieso auf dem Boden geschlafen? Weil sie kein Bett mehr hat. Genau. Also nur eins, und da hat sie natürlich geschlafen. Die Frechheit. Beim Umzug, ja, die Umzugshelfer schlafen auf dem Boden. Ja. Naja, was schon. Ja, das ist eine andere Geschichte.
Das ist die Geschichte für die Couch wieder. Das wäre mit dir nicht gegangen, weißt du, weil es zu schmal. Egal. Also wenn ich jetzt mit dir irgendwie Mittagessen oder sowas. Ja, ja, na, ich mach das fertig und dann. Ja, klar. Das und das andere wird ja nicht. Der hat abgesagt. Das, na, ich ruf dich dann an. Danke. Ja? Super nett. Danke. Bis später. Ja. Ja, tschüss, bis später. Was ist denn heute für ein Tag? Ich weiß nicht, was ist das denn? Ich muss nochmal die Probleme mit dem Fahrrad klären. Noch mehr Probleme. Ja, keine Probleme, aber. Na, Probleme sind Probleme. Oh Mensch, Herrgott. Ja, nicht fest und kleines. Na, guck gleich. Hallo. Hallo. Good morning. Oh, Kolani. Ja, genau. Yours, it's a bit broken. Like, it's not round. I was trying to do it myself, but I couldn't manage, so. It's okay, ne? Oh, looking good. Looks. Yep, what they want. Ja. Jo, warum die Bremse nicht funktioniert, das haben wir hier auch leicht geklärt. Da ist keine Feder mehr da. Die Feder ist hier weggebrochen. Ohne Feder, keine Bremse. Deswegen baue ich die jetzt ab. Bremse haben wir ab. Hier. Da ist die Feder weg. Jetzt brauchen wir eine Opferfeder. Die finden wir hier. Da haben wir eine Opferfeder. Die bauen wir da an. So einfach sieht das aus. Naja gut, Feder ist aus. Die muss ich noch rauskriegen. Auch das habe ich geschafft. Jetzt kommt die hier rein. Die natürlich überhaupt nicht passt. Dann muss ich die Ecke hier absägen. Das mache ich jetzt auch noch. Was nervt das alles ab, ey. Wegen so einem Kack, ey. Was man hier alles macht. Und am Ende sagen sie, war zu teuer. Ja, das ist das nochmal. So, hoffen wir, dass das so funktioniert. Wir schauen mal. Jetzt müssen wir also wieder kontern, wieder das Ding drauf schrauben. Volle Bulle. Na Gott sei Dank, es funktioniert. Mal gucken. Jetzt anbauen. Was ist denn das, Uhr? Oh, der Zug muss auch gewechselt werden. Ach, Kinders, ey. Jetzt hört doch mal auf. Mach mich nicht schwach. Das ist aber der falsche Zug. Was soll denn das? Zu der Kacke hier. Mal an hier, ich zuck immer an hier fast, wie das aussieht. Mann, ich kotze ins Essen, ey. Brech ab hier. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das ganze Jahr ist nicht. Jetzt machen sie hier ihren. Ja, zu gut, mal enttäuscht werden. Ja, bitte! Hallo. Ich habe hier oben ein Rad. Das bräuchte ein bisschen Aufmerksamkeit.
Ja, ich bin eigentlich schon ab heute nicht mehr da. Ja. Das ist absolut nur noch Not, wenn irgendwo Notfall ist oder irgendwas. Ja. Großartige Reparaturen nicht mehr. Ja. Platte Reifen. Aber jetzt nur für die für über den Feiertag oder was? Hä? Nee, bis 1. März bin ich nicht da. Ach du Scheiße. Ich bin eigentlich heute schon frei. Bloß dann. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ich das vielleicht selber nochmal probieren? Hast du keine Jacke an oder was? Sie friert so. Ach so. Oh Mann, nee, wir gehen jetzt rüber schnell. Für die Werkstatt habe ich hier. So. Aufbrechen. Tür aufbrechen. Oh. Na, herzlich willkommen zurück. Meine Hüte. Das war ja was. Tür auf und leider gequatscht und einen Kaffee getrunken und schon sind 2 Stunden. Sehr verhältet. Bezahlung. Fruchtquetsche. Fruchtquetsch, Quatsche ohne Ende. Jetzt muss ich aber Finger ziehen. So, mach ich die Tür leicht auf. Erschreckend leicht. Gut, also was ist hier zu tun? Nur eine Schraube hier zu ersetzen. Und die Schraube hier festzuziehen. Das kriegt er gerade noch so hin. Ja. Das mache ich mal schnell und dann gehen wir weiter. Schrauben haben wir drin, auf alle Fälle. Hier haben wir eine Schraube drin. Und die haben wir fest. Nächste Rad, wir haben ja noch eins. Mangel kann ich ja noch trinken. Hinterradplatte. Noch ein Hinterrad. Der ist auch hier noch. Ich zeige euch erstmal das Rad. Schwupp. Na, wie durch Zauberhand hat sich das Rad gewechselt. Ja, das ist das Rad. Das nennt man einen platten Reifen. Den tausche ich jetzt und bin. Schwupps, das ist auch schon wieder fertig. So einfach geht's. Ach, wäre das schön, wenn das wirklich so gehen würde. Ja, quasi einen Augenzwinkern und dann ist man durch. Jetzt bin ich fertig. Jetzt rufe ich die Frau von oben an. Beide. Bei der Madame ist, rufe ich an. Oh, ist ja kaputt hier. Oh. Peugeot. Eieiei. Rahmen geknickt. Schau mal hier, hat ihn dagegen getreten. Ei. Ei, caramba. Gut, und den guten Mann rufe ich auch an. Wird's auch erledigt. Platter hinter. Platter Vorderrad und Bremse. Da wird sie auch wundern. Aber so ist das nochmal. Okay. Dann schauen wir mal, wie die Resonanz ist. Tja, was soll ich dazu sagen? Also, meine Tochter ist hier, ich bin hier, meine Frau ist nicht da. Ist unglaublich, aber dafür kann ich entspannt hier sitzen. Ja. Also, ich sitze jetzt hier oben, warte auf die Leute, dass sie noch was abholen. Lade gerade mein Telefon auf, das ist ein bisschen nervig. Der Akku hält natürlich nicht mehr lange. Ich habe mir ja so ein altes iPhone geholt. Irgendwie. Und werde noch 2-3 Sachen wahrscheinlich heute einstellen und das wird es dann gewesen sein. Also ich möchte mal behaupten, damit ist mein Tag dann auch um. Ja. Wie gesagt, noch ein paar Sachen werde ich vielleicht 2-3 Sachen noch fotografieren und einstellen und das war's dann. Dann schauen wir mal. Ja. Mache ich mal ein kleines Video nachher von den Sachen, die ich einstellen werde. Ja, das war's dann für heute. War ja ein aufregender Tag. Ist ja viel passiert, obwohl Lernstädte passieren dürfen. Boah, das ist Lernstädte passieren dürfen. Ist natürlich auch klar. Ich gehe einmal im Laden kurz runter, ja, und dann ist sofort sind Leute da, belagern einen und sagen, hier kannst du nicht mal hier noch schnell einen Schlauch wechseln. Und du, ich habe nur ein ganz kleines Problem. Dann kommt der Nachbar an. Und der braucht Starthilfe. Dann kommt die nächste Nachbarin an und meint, sie hat sich ausgeschlossen. Ja, dann war ich da auch noch und habe die Tür aufgebrochen. Und dann haben wir noch gequatscht, ein bisschen Kaffee getrunken. Ja, ist ja auch mal ganz schön. Und dann kommst du zurück, dann hast du noch 2-3 Aufträge zu erledigen. So, also es war echt ein einsatzreicher Tag bis jetzt. Der ist noch nicht um.
Jetzt ist es ja erst um. Wie spät ist denn das jetzt? Ach, nun, was steht denn auf dem Computer? Für eine Uhrzeit unten in der Ecke? Oder oben in der Ecke? Also meinst du hier? Nein, die Uhr auf dem Computer. Hä? Ah, weißt du gar nicht, wo ein Computer eine Uhr hat? Nicht. Weißt du nicht? Nein. Na, warte mal, dann gucken wir mal. Also hier? Nein, da oben ist die Uhr. Da. Also 16.12. 16.12 haben wir jetzt. Ja. Ein Telefon klingelt. Jenny Nachbarin ruft an. Na, meine neue Freundin. Ja, bitte. Ah, war ich so ermüdend? Ja, das gibt's ja nicht. Ist ja unglaublich. Wer bin denn? Herr Seidler! Ja, ja, was ist denn hier los? Was ist das denn hier für ein Moloch? Molochen. Malochen. Gut! So ist er.